Ja, kannst du mir vielleicht sagen, warum Gießen eine absolut coole Studentenstadt ist? Ja, also Gießen ist genau die richtige Mischung zwischen Kleinstadt und Dorf. Man hat alles, was man braucht, von Cafés, Restaurants, Kneipen und letztendlich sieht man sich immer zweimal. Also es hat schon einen ganz geilen Charme. Ich finde, Gießen ist eine geile Studentenstadt, weil man super viele Möglichkeiten hat, rauszugehen, Schwanenteich, Lahnwesen, da gibt's alles. Weil man in Gießen alles zu Fuß erreichen kann. In Gießen zu studieren ist toll, weil Gießen das Herz Hessens ist. Ja, in Gießen gibt es viele Shisha-Bars und da könnt ihr auch einfach in Gießen viel rauchen. Und gibt es auch in Dings Döner-Dreieck, so. Da könnt ihr was Leckeres essen. Ich studiere gerne in Gießen, weil die Profs immer ein offenes Ohr haben. Ja, Gießen ist eine schöne Studentenstadt, weil man hier rund um die Uhr viel Spaß haben kann und immer coole Leute trifft. Gießen ist eine tolle Stadt für Studenten, weil in die Blockstraße gibt es Giannoli. Weil es hier das beste Eis gibt. Nach Gießen zu kommen lohnt sich, weil einfach das Pottery Slam im Jokos mega gut ist. Das ist so cool, weil wir in unserem Studieticket nicht nur den Zug drin haben, sondern auch das Eintrittsticket fürs Gießener Freibad. Weil man hier super feiern gehen kann. Weil fast jeder zweite Bürger, glaube ich, ein Student ist. Außerdem, wenn man schon länger hier wohnt, fühlt man sich irgendwie wohl. Man kennt sich, es ist wie ein kleines Dorf oder wie ein großes Dorf. Und macht auf jeden Fall Bock, jetzt so schön hier. Gießen ist cool, weil man hier jeden Abend feiern gehen kann. Und im Bierexpress gibt es 23 Stunden lang Bier für 1 Euro. Ja, ich finde, Gießen ist eine geile Studentenstadt, weil es hier echt den geilsten Kakao gibt. Prost. In Gießen gibt es viele Clubs und die Partyszene ist ziemlich cool. Gießen studieren ist cool, weil in Gießen immer was los ist. So, in Gießen hier an der TM wird zum Beispiel der Schwerpunkt Mittelstand angeboten. Das wird an ganz wenigen Universitäten bzw. Fachhochschulen in Deutschland angeboten. Gut an unserem Studiengang finde ich, dass ja, ich bin einer jetzt von 3 Typen und dann der Rest sind 40 Frauen. Das finde ich eigentlich ganz witzig, also es wäre besser als nur mit Männern zu studieren.